Die Dönersprüche sind ja langsam langweilig, muss man ja ehrlich sagen. Aber die Wahrheit wurde nie ausgesprochen, richtig. Kevin Großkreuz hat in seiner Karriere wirklich sehr viel erlebt. Vom Doublesieg bis hin zum Champions League-Finale. Und es gab auch ein paar negative Punkte, zum Beispiel den Dönerwurf. Über all das wollen wir jetzt mit ihm sprechen. Und eins steht immer im Mittelpunkt: die Liebe zum Fußball. Was macht denn dieser Sport für dich so ganz besonders? Ja, dass da viel Emotion hinter ist, dass da viel Gemeinschaft und dass man viele Menschen glücklich machen kann, glaube ich. Und auch sich selbst, weil es gibt nichts Schöneres, als einen Sieg zu holen im Fußball. Natürlich gehören auch Niederlagen dazu, aber ja, dass die Gemeinschaft überhaupt, der Zusammenhalt, und das ist das Schönste, glaube ich, beim Fußball. Was ist deine erste Erinnerung an den Fußball? Wann hast du dich wirklich verliebt? Mit 4 Jahren war ich ja zum ersten Mal im Stadion bei Borussia Dortmund auf der Südtribüne, und da kann ich mich ja natürlich nicht so genau dran erinnern, aber wenn man im Stadion ist, wenn man für einen Verein steht, ich glaube, da gibt's nichts Größeres. Dann habe ich mit 7 die erste Dauerkarte bekommen bei Borussia Dortmund, und seitdem an erinnere ich mich an alles und will das auch nie missen. Du hast ja auch relativ früh mit Fußball angefangen. Wann war das genau? Auch mit 4, 1992 bei VfL Kemminghausen. Und den Verein, den du jetzt auch wieder unterstützt. Genau, und ja, da habe ich natürlich noch mehr mit der Asche gespielt. Da war noch Asche, heißt selbst Fußball, glaube ich, mit 4. Ich habe lieber mit der Asche gespielt, aber so ist der Fußball zustande gekommen, mit 4, mit meinem Cousin zusammen in dem Verein, und seitdem an Fußball verrückt. Welche Opfer musstest du auch als Kind bringen? Man hört ja immer wieder aus den Nachwuchsleistungszentren, dass man wirklich den ganzen Tag nur Fußball lebt. War das für dich eine Belastung zu dem Zeitpunkt? Früher war das ja noch nicht so extrem, finde ich. Heutzutage ist ja schon ein bisschen krasser, glaube ich. Aber natürlich konnte man nicht feiern gehen am Wochenende mit den Freunden. Viele, gerade mit 15, 16, 17, sind ja einige losgezogen. Da konntest du natürlich nicht, da musst du verzichten drauf. Und natürlich auch für den Fußball leben und auch mal an deine Schwächen arbeiten. Und ich glaube, das war der Hauptgrund. Jetzt sind natürlich auch ein paar jüngere Zuschauer, die hier gerade zusehen, die auch den Traum haben, Fußballprofi zu werden. Was für einen Tipp kannst du ihnen denn geben? Ja, dafür zu leben auf jeden Fall und immer weiter zu arbeiten, nie zufrieden sein und sich weiterentwickeln wollen. Und dafür alles geben und dann ein bisschen Glück dabei haben, und dann kann es klappen. Würdest du denn deinen Kindern zum Beispiel vorschlagen, hey, werdet doch Profifußballer, oder sagst du, nee, lasst lieber die Finger davon? Meine Tochter, ich habe ja eine Tochter, und man muss sagen, die spielt schon gerne mit dem Ball. Abends muss ich immer mit ihr 1 Stunde spielen, und da merkt man, dass sie ein Großkreuz ist irgendwie, und aber also viel was, kämpfen. Ja, und aber auch immer den Ball am Fuß, aber das muss sie ganz alleine entscheiden. Wenn sie keinen Fußball spielen will, soll sie natürlich keinen Fußball spielen. Und wenn sie spielen will, dann soll sie es auch machen, ja. Die Community hat ganz viele Fragen gestellt. Und die Frage, die tatsächlich am häufigsten kam, war: Wieso bist du nach Uerdingen gegangen? Was ist der ausschlaggebende Grund gewesen? Erstmal der Trainer und der Präsident, weil die einfach locker sind und den Fußball spielen wollen, den ich auch mir vorstelle. Und das Projekt, das wir mir vorgestellt haben, und trotzdem ist es noch ein Traditionsverein hier. Wenn man sich hier umguckt, vor allen Dingen im Stadion, da sieht man, dass da Tradition hintersteckt. Und ja, und die Mannschaft, dass da Qualität hintersteckt. Und dann natürlich auch noch ein bisschen wegen der Familie, dass sie in Dortmund leben können, und dass das Gesamtpaket hat gepasst da. Ich bin ja auch ein riesengroßer Fan der dritten Liga und habe letztens ein Video gemacht. Deshalb ist die dritte Liga die geilste in Deutschland. Was denkst du denn? Wieso ist sie die geilste? Es sind schon auch sehr viele Traditionsmänner. Wenn man mal durchgeht in der dritten Liga, sind schon ein paar große Namen dabei, und da können viele aufsteigen, und deswegen ist da die Liga sehr spannend, und das ist für den Zuschauer vor allen Dingen interessant, und ich glaube, deswegen ist das eine super Liga und sehr interessant. Du als Spieler bekommst es natürlich hautnah mit. Wie ist denn der qualitative Unterschied zwischen dritter Liga und Bundesliga? Erstmal muss man sagen, dritte und zweite Liga ist gar nicht so ein Riesenunterschied, muss man sagen. Und Bundesliga ist halt alles ein bisschen schneller, aber trotzdem hast du auch ein bisschen mehr Platz, weil ein bisschen mehr Taktik dahinter steckt. Und da ist sogar, muss man sagen, manchmal einfacher zu spielen. Du bist ja jemand, der sehr fannah ist, der auf Instagram ganz viele Fragen beantwortet, jetzt hier sich auch den Fragen der Community stellt. Hast du denn ein cooles Erlebnis mit einem Fan, was du nicht mehr vergisst? Mit mehreren Fans, wo die mich
durch die ganze Stadt getragen haben nach der Meisterschaft und mich bis in die Kneipe getragen haben. Und ich glaube, das werde ich nie vergessen. Und da kriege ich sofort immer noch Gänsehaut, mit meinem Verein Deutscher Meister zu werden. Und die Menschen drehen komplett durch. Und deine Kumpels, für mich sind das alles Freunde, die auf der Tribüne sind, tragen dich durch die Stadt. Das werde ich nie vergessen. Die einen, die lieben dich. Die anderen, ich will nicht sagen, hassen dich, aber du bist doch so ein polarisierender Charakter. Und auch in den Community-Fragen wurde oft mit dem Dönerwurf gehandhabt. Da wurde ganz viel gefragt, hey, was ist denn eigentlich dran? Was sagst du dazu? Und in den Medien wurde das ja auch immer doch sehr einseitig beleuchtet, würde ich jetzt sagen. Stimmt das alles, was so berichtet wurde? Erstmal muss man ja sagen, die Dönersprüche sind ja langsam langweilig, muss man ja ehrlich sagen. Ich habe den nicht abgeworfen. Ich habe eine Anzeige bekommen wegen schwere Körperverletzung mit dem Dönerwurf, was so gelogen war. Ein Glück hat der Taxifahrer das mitbekommen, dass derjenige, der war im Taxi und hat seinen Kollegen gesagt, komm, wir fahren einfach mal zur Polizei und wischen den Großkreuz einer raus. Und er hat einfach gelogen und das hat sich hinterher rausgestellt bei der Polizei. Und ich glaube, und die Presse hat vorher riesen Bericht darüber gemacht, riesen Überschrift, und dass ich einen mit einem Döner abgeworfen habe, was gar nicht stimmt. Danach wurde das festgestellt, dass es nicht gestimmt hat und es wurde nichts geschrieben. Und ich glaube, das ist ein bisschen sehr... Findest du das unfair? Ich finde es schon unfair, weil wenn man nichts gemacht hat, braucht man keine riesen Überschrift machen, glaube ich. Und nicht immer ein Vorurteil stellen, wenn man nichts gemacht hat. Ich glaube, das ist schon sehr hart. Und ja, und so ist das zustande gekommen. Aber die Wahrheit wurde nie ausgesprochen, richtig. Das ist sehr schade, denn ich habe heute noch mal so ein bisschen gegoogelt und da wird in einem kleinen Satz gesagt, ja, er wurde freigesprochen. Aber mehr ist dann auch nicht passiert. Ja, und das finde ich schon ein bisschen, muss man auch sagen, ekelhaft ein bisschen, weil einen am Pranger zu stellen, was er nicht getan hat, finde ich nicht gut. Und da kann ja jeder einfach was behaupten und die schreiben es und die Menschen glauben es erstmal. Und das ist ein bisschen unfair gegenüber den Spielern. Wie wünschst du dir denn die klassische Sportberichterstattung, wenn du jetzt die einzelnen Zeitungen durchgehst? Was würdest du gerne lesen und was auf gar keinen Fall? Für alle Spieler muss ich, glaube ich, mal sprechen, dass man erstmal immer nur über Sport reden sollte und nicht, was familiär passiert, was da, wenn einer die Frau verlässt, dann ist es so. Und dann braucht man nicht immer groß schreiben, finde ich persönlich. Das ist eine familiäre Angelegenheit und man sollte über Sport schreiben. Wenn ich schlecht spiele, stehe ich dazu, dann sollen sie das schreiben, dass ich schlecht gespielt habe. Wenn ich gut gespielt habe, habe ich halt gut gespielt. Braucht von mir aus auch keiner schreiben, aber mich kritisieren sportlich kann jeder, aber ich glaube, privat und so weiter sollte privat bleiben und da braucht keiner andere sich einmischen und irgendwas schreiben. Mittlerweile sieht man ja auch, dass die Spieler sehr maulkarg geworden sind, dass sie nicht mehr wirklich was vor Kameras sagen. Liegt es auch an dieser Berichterstattung? Man muss ja heutzutage aufpassen, was man sagt. Man wird ja sofort an den Pranger gestellt. Ich habe mal einen Witz gemacht über Schalke. Die würden das, glaube ich, auch umgekehrt machen. Und das ist einfach ein Spruch. Und dann wird erstmal eine Woche drüber berichtet. Ich glaube, heutzutage darf man sich fast gar nichts mehr erlauben, weil sofort berichtet wird. Und das ist sehr schade, weil ich glaube, wir sind eigentlich alle locker, die Fußballer. Und viele würden gerne mal was sagen. Ich spreche es zwar aus, aber viele würden das auch mal gerne aussprechen und trauen sich nicht wegen der Presse. Und ich glaube, das ist sehr schade. Jetzt hast du über diese Momente gesprochen, wo es dann auch schwierig für dich war. Hast du an irgendeinem Punkt in deiner Karriere gedacht, ich habe genug, Fußball nervt mich nur noch? Ja, in Stuttgart, der Punkt, wo ich entlassen wurde, da war so ein Punkt, wo ich mit Fußball erstmal nichts zu tun haben wollte, ja. Okay, und wieso hast du dann trotzdem weitergemacht? Kannst du uns da so ein bisschen den Gedankengang erklären? Wie ist das abgelaufen dann in Stuttgart, nachdem du entlassen wurdest? Wir haben ja alle die Bilder von der Pressekonferenz im Kopf. Ja, es war sehr bitter für mich natürlich. Es wurde viel geschrieben auch wieder. Aber nach 3 Tagen habe ich mich mit meiner Familie zusammengesetzt, mit vielen Ex-Mitspielern. Und wie viel Zuspruch ich von den Fans bekommen habe, war einfach nur Wahnsinn. Ich glaube, in Stuttgart alleine haben 50.000 unterschrieben, dass ich zurückkommen soll. Da war ich sehr dankbar und dann habe ich mich mit meiner Familie zusammengesetzt und dann haben wir gesagt, der Fußball ist zu wichtig in meinem Leben und da kann man nicht einfach aufhören und sich so verabschieden. Es gibt ja das Sprichwort, alles hat einen Grund.
und wahrscheinlich auch diese negativen Sachen. Auf jeden Fall wirkt es so, als ob du ein gefestigter Mensch bist, jemand, der seine Meinung sagt, und das ist in der heutigen Zeit auch nicht selbstverständlich. Wie gesagt, jetzt noch mal ein bisschen Community-Fragen. Gehen wir mal zurück zum Sport. Was für Ziele hast du noch? Was für Ziele? Auf jeden Fall, ich habe 3 Jahre hier Vertrag und ich möchte auf jeden Fall einmal mit dem Verein hier aufsteigen und das ist mein Ziel. Du hast ja einige Pokale gewonnen und hast ja auch das eine oder andere auf deinem Körper tätowiert, alte Erinnerungen. Jetzt mal angenommen, du hast ja gesagt, du wirst aufsteigen. Wenn du jetzt in die zweite Liga als Meister aufsteigst, gibt's dann nochmal ein Tattoo? Ah, das muss man sehen. Ich glaube, das sind schon Riesenbedeutungen, die ich auf dem Rücken habe. Das waren große Titel. Natürlich, das ist auch ein Riesending, wenn wir hier aufsteigen. Aber da muss man mal sehen. Ich habe schon so viele Tattoos. Mal gucken, ob ich überhaupt noch was stechen lasse. Beim Fußball schauen, Chips und Bier oder Wasser und Salat? Chips und Bier. Ganz sicher? Ja. Sagt der Trainer nicht, dass du das nicht darfst? Ja, wenn wir nach dem Spiel ist das okay, vor dem Spiel natürlich nicht. Dann im Stadion VIP-Plätze oder Südtribüne? Südtribüne. Wann warst du das letzte Mal da? Nee, schon länger her, da war ich noch aktiv bei Dortmund, dann war ich verletzt leider und dann bin ich auf die Süd gegangen. Ich glaube, das war gegen Borussia Mönchengladbach ein Spiel, das ist jetzt schon 5, 6 Jahre her. Bundesliga oder dritte Liga? Hauptsache Fußball. Dann welchen Titel hättest du denn lieber in deiner Karriere gewonnen? Den Champions-League-Titel oder den EM-Pokal? Champions-League. Warst ja wirklich haarscharf dran. Genau, was sehr bitter war, aber trotzdem alle stolz drauf waren, dass wir so weit gekommen sind. Klopp oder Löw? Mein Freund Kloppo natürlich. Hat er mal wieder angefragt, ob du nicht zu ihm bist? Nein, natürlich nicht, aber wir werden immer Freunde sein und wir hatten eine schöne Zeit, 6 schöne Jahre und das vergisst man natürlich nicht. Jetzt sind wir hier am Ende angekommen, aber welchen Spieler oder welchen Trainer vielleicht auch sollen wir denn unbedingt mal interviewen? Ja, können wir ruhig Jürgen Klopp und schöne Grüße an Jürgen Klopp und er soll mal ein paar Geschichten erzählen. Okay, Jürgen, du hast es gehört, wir kommen zu dir nach Liverpool. Wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber der Kevin, der vermittelt schon. Sehr gerne. Kevin Großkreuz ist einfach ein super authentischer Kerl und deshalb gibt's von mir einen dicken Daumen nach oben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert gerne den Kanal. Da gibt's in Zukunft dann häufiger Interviews. Bis zum nächsten Mal wünsche ich gut Kick und ciao.